Willkommen zu einer neuen kurzen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Das Gleiche oder dasselbe? Warum ist es wichtig, diesen Unterschied zu kennen? Naja, was ist schon wichtig? Ich möchte hier mal ein Beispiel zeigen, welches ich im Bildungsfernsehen gesehen habe. Also, gerade im TV, in einer Doku über das Herstellen eines Flugzeuges, fiel folgende Aussage: Die Filter, die hier zur Anwendung kommen, sind dieselben, wie sie in einem OP verwendet werden. Fällt dir in dieser Aussage etwas auf? Nein? Guckst du nochmal? Nun, nachdem ich das heutige Thema ja angekündigt habe, ist es keine große Kunst, ein Augenmerk auf dieselben zu werfen, oder? Okay, mir geht es hier um Folgendes. Wären es tatsächlich dieselben Filter, wäre das einerseits schlecht für den zu Operierenden, oder die Filter können zur selben Zeit an zwei Orte gleichzeitig sein. Ersteres fände ich nicht gerade gesundheitsfördernd, oder? Ach, reingefallen. Wie sollen die Filter gleichzeitig in einem OP-Saal sein und in einem Flugzeug? Also, tatsächlich kann die Wahl zwischen gleichen und selben in solchen Zusammenhängen subtile Unterschiede in der Bedeutung ausdrücken. Die gleichen Filter bedeutet, dass es Filter derselben Art sind, aber sie könnten an verschiedenen Orten oder zu verschiedenen Zeiten verwendet werden. Dieselben Filter würde implizieren, dass es genau dieselben Filter sind, die sowohl in der Flugzeugherstellung als auch im OP verwendet werden, was in allen Fällen unwahrscheinlich ist. Diese Beobachtung betont, wie präzise Wortwahl in der Kommunikation wichtig ist, um Missverständnisse zu vermeiden. Merkst du, warum präzise Sprache wichtig ist? Und das im Bildungsfernsehen? Tja, dieses Bildungsfernsehen ist auch nicht mehr dies, wie die Schwaben sagen. In diesem Sinne, Weisheiten zum Mitnehmen. Bleibt mir gewogen, euer Georg Huratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht, wie immer.